Mind-blowing survival gadgets that are on another level. So einen Scheiß guckst du dir an. Mit das sind nur 140 Klicks und 140 Klicks, aber es ist egal, amazing gear. Das hab ich gemeint. Das ist ein Wasserfilter-Strohhalm. Sorry. Ich wüsste nicht, wie ich es sonst beschreiben. So, warum erinnert mich das an Strohhalm? Der ist so am Wassersaugen. Guck dir das mal an. Das nehme ich nicht mit. Das Ding ist irgendwie peinlich. Wir können damit nicht jeden Abend am Lagerfeuer sitzen und da irgendwie rumsaugen. Das sieht doch übel komisch aus. Das fand ich noch sehr, sehr witzig, aber komplett irrelevant. Das tust du ins Wasser und dann hast du im Fluss ein kleines Kraftwerk. Oh, das liebe ich ja, ne? Das ist geil, oder? Ey, wir machen irgendwann mal unser eigenes Format, wo wir nur so Solarpanels mitnehmen, ja, alles elektrisch betreiben, so überall Generatoren machen und alles aus Strom machen. Dann haben wir eine andere Regel, dann nehmen wir alles mit, wirklich wie ein Survival-Game, nur Hightech. Ich sag, dieser Wassergenerator, der Strom erzeugt, dieses Kraftwerk kostet bestimmt 500 Euro, ist egal. Wir machen einmal so ein Hightech-Survival-Scheiß, ohne aber alles. Just drop this device into some moving water and anchor it. The turbine blades will spin and generate power. The power is then stored in the attached battery pack. Das ist doch so geil, oder? Das ist einfach krass. Einfach ein Wasserkraftwerk. Und es ist so klein. Ich liebe das. Ist das Video? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte mit euch heute einen Wasserfilter bauen mit Behelfsmaterialien. Wie geil. Das ist ein Video, was ich mir unbedingt reinziehen möchte. Und es ist zusätzlich ein Video von Otto. Ah, der baut sich so ein. Ach so, echt? Ich dachte, er macht das ins Wasser rein. Ah ja, die kennen wir ja schon. Die haben wir gesehen, ja, schon bei Knossi letztes Mal. Nein, ja. Ich will sowas an Fluss bauen. Du meinst so mit Grundwasser? Ich ja, google mal. Oh, ich hab was. Warte, ich tu's rein. Ich bin einfach ein geiler Ficker. Ne? Guck mal, ich finde, das ist geil. Na, genau so das will ich. Wir werden so ein Loch nicht buddeln können. Doch. Nein, fick dich. Ich buddel so ein Loch. Okay. Mit einem angespitzten, fetten Ast. Ich werde meine Finger verlieren für dieses Loch. Ich biete 3 Finger und 15.000 Blasen an meinen Händen für dieses Loch. Hä, was ist das? Das nimmt nicht viel Platz weg. Also egal was es ist, das ist so eine dünne Folie, die nimmt nicht viel Platz weg. Ach, so ein Ding, ja gut. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ja, Kondenswasser, Feuchtigkeit. Ja. Beim Tag- und Nachtwechsel. Ich drehe jetzt was Schweres hin und dann... In 1 hour. Boden ist halt feucht und das Wasser sammelt sich da, ne? Ja, und wie viel hat der jetzt noch? 3 Stunden? Ich hau dir in die Fresse. Ich bin doch nicht so geil. Bin scheiße. Guck, Coinflip, sag ich doch. Hab das Perfekte gefunden, hat er gesagt. Okay, hört mir zu. Ihr kennt das Ding. Wir finden einen Fluss. Sandig. Muss jetzt nicht so mit Mutter Erde und alles Wurzeln und Bäume, sondern nehmen wir an, wir finden einen Fluss mit so ein bisschen ausgetrocknet, so ein Flussbett, so Sand, so ein bisschen einfach. Und dann buddelt ihr in diesem Sand nur ein bisschen tief, 20, 30 Zentimeter, fluffiger Sand, ganz entspannt. Und dann läuft ja automatisch das Grundwasser von allen Seiten da rein. Punkt. Das kennt man ganz doll, wenn du am Strand ein bisschen buddelst. Da kommt doch immer Wasser von unten. Das ist komplett klar. Das haben die Naturensöhne gerade gesagt, dass man das trinken kann. Aber warum gibt es da nicht ein einziges Video zu? Nicht ein Video auf ganz YouTube. Ja, das ist es. So, I'm gonna clean up some of these roots. Ja. So I can get in. Guck mal, das ist dreckiger als das, kann es nicht sein. Tausende Tannen, Mist, Scheißdinger, alles voller Wurzeln. Dreckiger kann ein Erdloch nicht sein. Genau das ist es. Siehst du das, Romatra? What you can probably see really quickly here. Is when I reach my hand in, I have mal, wie scheiße, muddy, murky das? Water down in there. Mm-hmm. This is going to have to just sit for a little bit. As it's sitting, it's beginning to fill up, which is exactly what I'm looking for. If I notice that it stops to fill up, okay, that it seems like it just stopped there, I need to dig a little bit deeper. Okay, so you do have to get in here, you got to get a little dirty, and then you got to give it a little bit of time. Now, what you're going to notice is this, after sitting for about 10 minutes, that this water level has risen a little bit. Das mache ich, das ist so meine Aufgabe. Wir werden so doll sterben, weil du anstatt einem Wasserfilter-Tab 8 Stunden ein Loch buddelst und dann dieses dreckige Scheißwasser hast und dann trinkst. Das wird langfristig so krass werden. Warum macht er das so klein? Er könnte es ja auch viel größer machen und noch mit Kies auskleiden, theoretisch. Denk an das Biberfieber. In zum Beispiel diesem Fall, das ist zwar richtig dreckig und voller Erde und misst das Wasser, aber ohne Parasiten, das funktioniert nicht. Biberfieber, da wird kein Biberfieber drin sein. Is for that murk in mud just to settle out in there and then my hole will be clean and I can start getting water out of it to drink. Warum macht er den Rand nicht noch ein bisschen sauberer? Das triggert mich geisteskrank gerade. Genau das will ich bauen, Romatra. Make sure that you are. Also, dass da wirklich dann noch die Pflanze, hast du es gerade gesehen? Ja, ja. Also, dass er diesen Ast da nicht wegmacht. Das. Wieso macht das nicht ein bisschen größer? Guck mal bitte. Make sure that being gentle with that, okay? The more that you disturb that well, the muddier it's gonna get. The water itself though, okay?
Guck dir das an, Murata, guck dir das an. Guck es dir an. Oh, oh mein Gott, das ist sandgefiltert. Davon baue ich ein großes, geiles Loch. Tu noch Kies rein. Lass das auch mal eine Nacht stehen, dass sich der ganze Matsch nach unten geht. Bau das aus, mach das geil. Das ist es, das ist es, Romatra. Das ist der Weg. Was ist, wenn wir keinen Fluss haben? Nein, dann sind wir im Arsch. Kanada ist ein Fluss. Also, Kanada ist mehr Fluss als Land. Weißt du, das geht gar nicht. Das werden die nicht machen. Das geht nicht. Wir können auch einen See haben. Es muss ja kein Fluss sein. Ein See würde ja auch gehen. Mhm. Oder reicht das als natürlicher Filter von einem See? Ich weiß es. Also Fluss wäre mir da schon deutlich lieber. Ist geiler, aber ich glaube See auch. Lass mich einfach testen. Wenn ich 2 Tage in einer flach bin und Fieber habe und im Arsch bin, trinkst du es einfach nicht. Dann kümmerst du dich um mich und baust den Shelter weiter und dann bin ich wieder fit und dann lassen wir es einfach. Hat nicht geklappt, so. I'm drinking it. Der trinkt davon richtig viel. Somebody will say you didn't drink it. Doesn't taste too bad. Schmeckt nicht zu schlecht, Mann. You can tell there's a little bit of particles in there, like dirt, okay? In it. Dreckspartikel sind absolut in Ordnung. Wir haben auch ganz viel Sumpfwasser getrunken, was ekelhaft gerochen hat. Scheiße, Lava, will ich sofort in die Küche gehen und meinen Kochtopf bauen, ne? Ist das sauber? Das werde ich so trinken. Ich trinke davon 10 Liter. Ich werde mich davon ernähren. Okay, pretty clean. Dieses kleine Loch wird das Wichtigste sein, was wir haben. Clean doesn't mean that it is totally disinfected, and that's something that you need to realize. That just because water looks nice and clean doesn't mean that all the bacteria or viruses might be out of it. But utilizing the wurde der erste Tag schon durchgeplant. Ja, Max wird umher und einen Fluss suchen und dann wird er da den ganzen Tag ein riesiges Loch buddeln. Das ist geil. Possibly remove some of that. It's also going to filter our water. So although it is a little bit muddy. Am zweiten Tag werde ich dann weiter probieren, den Shelter zu bauen und Max wird auf sein Loch trinken. Und komplett Totalausfall sein. Am dritten Tag ist Max Scheiße, dann am Arsch. Scheiße, mir geht's so schlecht, Magenkrämpfe, alles. Hilfe, ich sterbe, du musst mich retten. As that continues to sit and cleans itself up more and more, that water will get cleaner and cleaner, to the point that I can just go over throughout the day now and just keep dipping my cup in and drinking it. At the end of the day though, think of this as more of a purification type method and less of a disinfection type of method. So ich würde jetzt ganz gerne Fritz, Otto, Naturensöhne, ich würde alles gerne von denen die Expertise hören wollen, was die zu diesem Video sagen. Ich finde das geisteskrank OP. Es ist sauschwer und aufwendig und energieaufwendig Wasser abkochen, Regenwasser auffängt, Krampf ohne Mineral und der ganze Scheiß. Aus dem Flusswasser trinken kompliziert. Aus so einem Strohhalmwasserfilter trinken hat nur begrenztes Ding. Chlortabletten nehmen scheiße. Das ist für mich der way to go. Warum ist das so underrated? Warum gibt es davon keine Videos auf YouTube? Warum redet kein anderer darüber? Ich finde das so krass. Wir werden eh ein Feuer machen müssen. Und wenn wir schon ein Feuer haben, dann können wir unser Wasser auch abkochen. Mann, du hast noch nie Wasser abgekocht. Es dauert, ich gebe mal ein Beispiel, okay? Ich koche jeden Tag es Wasser. Es dauert 7 Stunden. Punkt. Es dauert 7 Stunden, bis wir beide getrunken haben. Du musst es erhitzen, bis es kocht. Dann musst du es abkühlen lassen, dass du es trinken kannst. Und das wieder. Es dauert 7 Stunden, bis wir beide 5 Liter Wasser getrunken haben. Abgelehnt. Das fuckt unfassbar ab. Das werden wir zwar auch machen, aber wir können uns nicht, das geht nicht nur. Selbst wenn wir es schaffen, unsere mini kleinen Plastiktrinkflasche, das so knapp ans Wasser zu halten, dass das Plastik nicht schmilzt, aber das Wasser anfängt zu kochen. Selbst wenn wir das machen, müssen wir das jeden Tag 6 Stunden machen. Wir werden einen Kochtopf besitzen. Selbst wenn das ein 3-Liter Kochtopf ist, ist das immer noch richtig schwer. Nö, abgelehnt. Wasser abkochen ist so gottlos stressig. Wir werden das auch machen, aber ich werde dabei so upragen, dass ich nur noch aus meinem Loch trinken werde. Geh mal in den Wald und bau deinen Topf und koch ab. Wenn es klappt, ist geil, glaube ich dir auch, aber du wirst auch so genervt sein. Ähnlich wie als wir in Lappland waren. Wir hatten weit und breit kein Trinkwasser. Wir hatten eine Schneekochmaschine, dass die Schnee einfach zu Wasser macht, okay? Ja. Wir waren zu 6 unterwegs. Wir haben geguckt, wie schnell das geht. Otto als Experte, er hat so schnell gemacht, wie es geht. Wir hätten jeden Tag 11 Stunden am Stück am Feuer hängen müssen, dass alle genug trinken. Es ist ein Albtraum. Ihr wart aber auch zu 6, oder? Ja, auch zu 2. Dann müssen wir da halt 5 Stunden am Feuer chillen. Das sind 3 Stunden am Feuer. Ja, das ist Bruch. Aus dem Loch kannst du schöpfen, wenn es geht, weißt du? Ich will dir gar nicht in ein Loch einreden. Das Loch ist eine Notfalllösung. Abgekocht ist viel besser, aber abkochen braucht den ganzen Tag. Wir wollen was anderes machen am Tag, außer die ganze Zeit nur Wasser organisieren. Wir müssen ja auch essen. Das dann kocht doch, das auch über, dann ballert das, dann läuft das über. Hast du gerade gesagt, das kocht über? Und dann läuft das ins Feuer rein und so. Und ich hau dir eine Leine, jeder, der schon mal Wasser abgekocht hat, Wasser abkochen ist scheiße. Und danach musst du es ja auch runterkühlen. Dann hast du 100 Grad heißes Wasser oder 80 Grad oder so. Und bis du das trinken kannst, ist wieder Arschritze. Use Earth's filter to at least
Erdefilter sollen wir nehmen. Er hat's gesagt. Put your mind at ease a little bit. And at the end of the day, don't become dehydrated and die. Hörst du das? Don't die. And not drink water, okay? Drink it. Das Ding ist, was wir auch immer noch haben können, Max, ist, dass wir irgendwo einfach wirklich so einen kleinen Wasserfall oder so ein kleines tröpfelndes Ding finden. Das wäre halt total gewonnen. Dann haben wir es. Dann bauen wir unseren Shelter vierstöckig, wirklich. Dann werden wir einen Shelter bauen, wo wir für eine Baugenehmigung brauchen. Wir bauen das so groß, dass man das von einem scheiß Satelliten aus dem Weltall sieht. Ja, guck dir das an. Genau das will ich. Es ist schon sehr toll. Ja, zeig das mal ein bisschen. Mit den Steinen, siehst du, mit den Steinen, genau wie ich es will. Siehst du das? Ja, ich weiß. Ist es besser als deins? Weiß ich noch nicht. Müssen wir gleich gucken, aber wahrscheinlich. So, das ist das Video, was ich dazu gefunden habe. Ja, ich will ein bisschen was sehen. Ja, der trinkt das jetzt halt. Was willst du da sehen? Warum hat er jetzt da so Staub reingetan? Weiß ich nicht, hat er wahrscheinlich erklärt, juckt. Das ist es, das bauen wir. Wir brauchen sowas. Siehst du, wie sandig das da ist, wie viele Steine da sind? Es ist perfekt. Weißt du was, finde ich geil. So wie es da aussieht, finde ich es richtig geil. Ja, danke. So, one last thing I'm gonna do is just kinda. I'm gonna smooth out these sides. Der macht das schön ordentlich. Guck mal, der nimmt Rinde! Bro, der nimmt noch zusätzlich Rinde! Aber was bringt wieso Rinde? Das verstehe ich nicht. Dass die ganze Zeit nicht neuer Sand da reinfällt und dreckig macht. Das ist ein unendlich sich auffüllender Holzeimer mit Wasser. Mit süßem, klarem Trinkwasser. So I think that lining the well like this is just gonna help keep the water cleaner, because the only place that the water is contacting any mud is at the bottom. And so I think that, you know, we're out of this. Hörst du das? Wie smart das ist. Krass. Nee, das ist. I think I'd rather drink this one. Guck mal, wie toll das ist. Alright, so before going back out there and chiz, next day. Well, it was dug in. Was macht der da? Was ist das? Guck dir das mal an. Das ist es. Genau das. Wieso ist da Öl links? Digga, da ist einfach Öl in seinem Wasser drin. Siehst du das? Ja, da ist Öl in seinem Wasser drin. Digga, ein Ölader-Angebot. Der ist jetzt einfach Millionär geworden nach guck dem Video. Mal. Stimmt. Aber guck mal, wenn das einen Tag liegen lässt, guck mal, wie toll das ist. Das werde ich so trinken. Das werde ich so viel trinken. Ich werde das so viel trinken, wenn ich daran sterbe. Guck dir das an. Das ist direkt aus dem Fluss. Das ist mit dem System. Okay. Ey, weißt du was? Ich helfe dir sogar dabei, weil ich es jetzt auch richtig geil finde, aber nur wenn wir. Nein! Das ist meine Aufgabe. Du kannst schön was anderes machen. Ich werde so ein Loch-Experte, Alter. Bevor du mich beim Shelterbau lässt, bringst du mir so viel Holz, dass ich beschäftigt bin. Richtig, das machen wir richtig. Bis du dein scheiß Loch da buddelst, Alter. Also ich werde nicht Holz sägen, ranhauen, Shelter bauen, wenn du ein Loch neben dem Fluss buddelst. Nee, das ist klar. Dann hau ich dir eine rein. Es ist so, dass aber auch Wasser sehr wichtig ist. Lass jeder eine Wasserfiltertablette mitnehmen. Eine. Für den ersten Tag Notfall. Ja, checkst okay. du? Findest du das nicht? Weil wie viel Platz nimmt eine Tablette für einen Tag weg? Alter, guck mal, wie klar das Wasser ist. Das wird immer klarer. Das ist noch klareres Trinkwasser als das von Sascha Huber. Big difference between Big difference. These two, but then massive difference massive. Between the open. Massive difference. Hörst du das, Omar? Well, first draw. Ich hab's gehört, ja. Ja, also wenn es funktioniert, ist krass, dann wäre mal keine Ahnung, ob das funktioniert, ne? Das wird funktionieren, egal. Guck mal, der hat den letzten Dreckstümpel gehabt, das wird funktionieren.